Frauen auf Surfbrettern in hautengen Neoprenanzügen oder kurzen Badeshorts. Im muslimisch geprägten Marokko keine Selbstverständlichkeit. Früher, so eine der Surferinnen von Rabat, hat ihr Vater sie zum Strand begleitet. Doch mittlerweile kommt sie alleine. In Rabat, so erzählt sie weiter, hätten sich die Männer an den Anblick langsam gewöhnt. Ich hoffe, dass diejenigen, deren Väter oder Brüder ihnen das Surfen verbieten, irgendwann doch hierher kommen und es lernen. Surfen macht einen dynamisch und aktiv und man hat es schnell gelernt. Aber die Sicherheit für Frauen ist nicht überall gegeben. An einigen Stränden kommt es immer noch zu Anfeindungen oder sexueller Belästigung. Laut einer Studie der Vereinten Nationen sind mehr als 70% der marokkanischen Bevölkerung davon überzeugt, dass Frauen, die sich provokativ kleiden, auch mit Anfeindungen leben müssen. Deswegen suchen viele junge Mädchen den Schutz von Surfclubs. Dort surfen sie in Gruppen und fühlen sich sicher. Und das beruhigt nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familien.